Wer kennt es nicht? Jeden Tag läuft doch eigentlich gleich ab. Ich zum Beispiel stehe um 6 Uhr morgens ohne Wecker auf, ziehe mich an und gehe runter, wo mein Hund Hobbes Preis auf mich wartet, weil er dringend hinaus muss, obwohl er erst vor 4 Stunden draußen war. Ich liebe ihn unendlich, aber jeden Tag um 2 Uhr nachts den Hund hinauslassen ist schon sehr anstrengend. Es schlaucht enorm, aber es ist eine Notwendigkeit, die ich ihm nicht verwehren möchte. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Nachdem ich den Hund in den Garten exmatrikuliert hatte, fange ich an, die Rollos und Vorhänge zu öffnen, um Tageslicht in die Räume hineinzulassen. Das Haus ein wenig aufzuräumen, irgendwie bleibt immer was vom Vortag liegen. Schnell noch die letzten Gläser aus dem Wohnzimmer geholt, die Spülmaschine ausgeräumt, neu befüllt und angeschmissen. Schnell noch ein paar Kleinigkeiten weggeräumt, damit alles wieder an seinem Platz ist. Bevor ich mich für den Tag startklar mache, um meine alltägliche Morgensroutine zu vollziehen, hole ich noch schnell den Hund aus dem Garten und verschwinde ins Badezimmer. Plötzlich erhasche ich eine vertraute und wärmende Duftnote aus der Küche und mit einem Blick zur Kaffeemaschine erspähe ich Sarah, die uns den ersten Kaffee des Tages einschenkt, damit wir zur gewohnten Tagesordnung übergehen können. Da kann der Arbeitstag auch so richtig starten. Gefühlt hunderte von Aufgaben reihen sich hintereinander auf und warten nur darauf, erledigt zu werden. Oder auch nicht. Ich muss gestehen, ich liebe es, den ganzen Vormittag zu prokrastinieren, die Zeit verstreichen zu lassen, bei dem angenehmen Gefühl der warmen Kaffeetasse in der Hand, die leicht wärmende Morgensonne auf der Haut zu genießen und einfach darauf zu warten, dass irgendwas Spannendes, Interessantes passiert, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und mich begeistert. Und was soll ich sagen? Es passiert einfach nichts. Aber an vereinzelten Tagen trifft es mich dann wie ein Blitz. Das lang ersehnte, spannende und interessante passiert. Nach dem gefühlten 10. Kaffee, die Adern gefüllt mit Koffein, breitet sich eine enorme Nervosität schnell und schneller im ganzen Körper aus. Die Gehirnzellen flimmern ununterbrochen im Kopf. Die geballte Energie wartet nur darauf, entfesselt zu werden, bis es dann passiert. Es entsteht ein riesiger Riss in meinem Zeitkontinuum und es katapultiert mich in meine Gedanken in die Kindheit zurück. Als Kind hat es mich immer geärgert, fremdbestimmt zu sein. Ich stellte mir vor, wie es wäre, erwachsen zu sein und alles zu tun, worauf ich Lust habe. Unabhängig von Zeit, Ort oder Dauer meines Abenteuers. Alleine der Gedanke daran war schon absurd, doch Kinder haben die besondere Gabe, einfach einen simplen Gedanken zu verfolgen, ohne Furcht oder sich Gedanken über mögliche Konsequenzen zu machen. Das Einzige, was zählt, ist das Abenteuer, das daraus entstehen könnte. Wenn wir aber mal ehrlich mit uns selbst sind, und ich glaube, da spreche ich für die Mehrheit der Menschen. Über die Jahre sind wir alle mehr oder weniger erwachsen und immer selbstbestimmter geworden. Dabei haben wir alle eine Sache verloren, wonach wir als Jugendliche Tag für Tag gesucht haben. Das Gefühl, die Zeit zum Stehen zu bringen und den Moment von endlosen Abenteuer, auf denen wir uns gerade befanden, nie enden zu lassen. Und das, obwohl wir zu 100% fremdbestimmt waren. Die Lust, die Welt zu entdecken und den Moment zu genießen, ob allein oder mit Freunden. Der Augenblick, das Gefühl, die Emotion, die dabei entstanden, kann man noch heute fühlen und sogar schmecken, wenn man sich an diesen schönen Moment zurückerinnert. Benjamin Franklin sagte einst, die meisten Menschen sterben bereits mit 25 und werden mit 75 begraben. Deswegen lasst uns gemeinsam unsere Zweifel, Unsicherheit und unsere Ängste überwinden und ein neues Abenteuer starten, wobei wir uns jene Gefühle von früher wiederholen. Für mich ist es gesetzt, ich möchte neue Abenteuer erleben und neue Erinnerungen schaffen und das Ganze möchte ich natürlich mit euch teilen. Auf meiner Reise wird mich Sarah größtenteils begleiten und ich hoffe, dass ihr jetzt auch bereit seid, für euch selbst neue Abenteuer zu schaffen, damit ihr nicht länger in der Vergangenheit verweilt.